Good morning in the morning. Es ist 4.54 Uhr. Oh, okay, ich hätte zwar gedacht, dass ich müde bin, aber jetzt gerade merke ich es doch. Ich habe iPads aufgemacht, muss mich auch gleich komplett schminken. Es geht nämlich gleich nach Stuttgart für einen Job. Ja, ich freue mich sehr, ich bin richtig gespannt. Wetter sieht natürlich nicht so toll aus. Nur 16 Grad angegeben, aber gut, wir werden das Beste draus machen. Immerhin regnet es nicht, gestern Abend hat es noch gewittert. Und ich bin sehr froh, dass es nicht regnen soll, weil das würde den ganzen Job irgendwie nicht voranbringen. Ja, ich mache jetzt einmal meine Skincare, schmink mich und dann kommt auch schon das Taxi. Mann ist auch dabei. Und guckt mal, ist doch immer so, ne? Hier schön. Obwohl ich so gut Skincare die letzten Tage betrieben habe. Anyway, ich sag euch später mal, worum es geht. Ich hoffe, dass wir gleich frühstücken gehen. Ich habe extrem krass Hunger. Wir nehmen alle hier Hunger. Ich erzähle euch mal, warum ich eigentlich hier bin mit Kult Creators in Stuttgart bei Outlet City Metzingen und drehen ein kleines Video und noch Story. Und es ist halt schon richtig, ja, wir sind richtig früh los und der kleine Mann durfte auch mit. Das ist, willst du gleich mal probieren? Ist noch ganz heiß, okay? Jane Kaka. Sind deswegen heute Morgen schon richtig, richtig früh los. Jetzt noch bei Starbucks. Ich habe mir einen Chai Latte geholt. Zu dem. Und Lori und Elsa sind auch da. Take a look. Guten Abend und wieder zurück zu Hause. So müde. Es ist kurz nach 21 Uhr. Ja, so in und out am selben Tag finde ich schon richtig, richtig heftig. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall noch einmal an Laptop setzen. Ich bin so doll müde, aber es war trotz des Regens ein schöner, schöner Tag und sobald das Ergebnis natürlich online ist, werde ich das euch zeigen. Ihr werdet das auf jeden Fall auf Insta sehen. Ja, ich schmink mich jetzt ab, mache mich schon mal bed ready und setze mich dann an Laptop und mache noch schnell was und dann ins Bett. Bis morgen. Good morning, rise and shine. Spaß. Ja. Ich war eben beim Sport, hat richtig gut getan. Ich hatte so keine Motivation, ich war gestern so spät erst im Bett, gegen 12:30. Ja, aber es tat so gut, ich habe so krass geschwitzt, habe es geduscht, mich ready gemacht, werde jetzt erstmal gleich eine Kleinigkeit frühstücken und mich dann an den Laptop setzen. Heute Nachmittag treffen wir uns mit Sians Krankenzimmerfreundin, also beide sind im selben Krankenhaus geboren, die kleine Maus nur einen Tag später und wir treffen die nachher. Ich habe die beiden schon super lange nicht mehr gesehen. Ja, darauf freue ich mich sehr. Oh, und ja, jetzt gerade steht so noch Fashion Week, Paris Fashion Week, irgendwie so in Gedanken, so schwirrt hier so rum. Plan hinzufahren. Das Jahr ist einfach schon bald wieder um, mehr als die Hälfte ist schon um. Ich finde das so krass. Morgen, standesamtliche Hochzeit, ist morgen ein Jahr her. Das ist so crazy. Nicht morgen. Doch, morgen. Oh, ist mit meinem Kopf los. Morgen. Ein Jahr her. Zeit rennt einfach so. Das ist so crazy. Das Jahr ist auch einfach bald wieder um. Ich bin vorhin zum Sport und dachte schon so, es sieht so nach Herbst aus. So ungemütlich. Naja, ich mache mir jetzt erstmal was zum Essen. So, ich habe mir jetzt hier in meinem Thermomix-Topf einmal Protein-Pancakes Teig gemischt. Also eigentlich fast alles, wie es auch im Rezept steht. Nur die Hälfte, damit es nicht ganz so viel ist. Und weniger Zucker und Proteinpulver noch dazu. Und die mache ich mir jetzt. Ich glaube, die reichen aber auch für mich und Richie. Der arbeitet heute im Homeoffice und hat gerade schon den nächsten Call. Das mache ich uns jetzt einmal zu essen. Und natürlich nicht vergessen, viel Wasser trinken. So. Wir sind jetzt, oder sind schon angekommen, haben gepackt. Wir treffen uns jetzt nämlich mit der Kleinen aus. Ich freue mich sehr. Das Wetter ist jetzt auch deutlich besser. Mir war vorhin... Ich hatte auch sein. Mhm.
Mir war vorhin so kalt. Auf dem Zoo war laut, ja. Das ändert er immer richtig, richtig gut. Und ja, wir treffen uns jetzt. Wieder zu Hause war das Playdate echt ganz okay. Er hatte nicht die beste Laune heute, weil er, glaube ich, einfach zu wenig Schlaf hatte mittags. Aber gut, solche Tage gibt es auch mal. Aber war auf jeden Fall trotzdem schön, Christine und die Kleine wiederzusehen und sich so ein bisschen auszutauschen. Genau, und dann kam noch ein ganz spontaner Anruf von Sharifa und Jenny. Und zwar haben wir jetzt, ja, alles gebucht for the next trip. Das ging ja sowas von schnell, denn Sharifa ist morgen nämlich im Urlaub. Ja. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Finde ich einfach richtig krass, dass es jetzt schon ist. Sie ist auf einer Hochzeit und dann natürlich noch mal ein paar private Tage dort. Für mich war das immer so weit weg, die ganze Zeit. Aber nein, ist es nicht. Ich meine, wir sind, glaube ich, jetzt auch schon wieder 2, sogar 3 Wochen aus dem Urlaub wieder zurück. Das geht einfach alles so schnell. Hallo! Na, fertig? Fertig gebadet, ne? Warte. Good morning in the morning. Heute ist der 30. August. Also ein Jahr standesamtlich verheiratet. Wir wollen das gleich mit so einem kleinen Frühstück zelebrieren. Und ich habe gerade wieder was entdeckt, was einfach schon so lange hier rumsteht. Und zwar von MyHeritage DNA. So, ich und 2 Freundinnen, Matt Dorkas und Vivian, um einfach mal zu gucken, wo unsere Wurzeln liegen, weil wir das sehr spannend finden. Es liegt einfach für mich schon locker seit 4 Wochen und ich muss es jetzt einfach machen. Ich will es auch wissen. Irgendwie, ja, ich mache das jetzt so. Kleines Kit, was dann ankommt und dann muss man einfach so die Sachen befolgen, das abschicken. Ich glaube, dann dauert das auch noch mal ein bisschen, bis es wieder zurückkommt. Das muss ich jetzt machen. Eine Kooperation filmen. Ja. Die Zeit ist very tight. Ich muss heute Abend alles abgeschickt haben. Und die Sachen kamen erst gestern an. Aber kriegen wir hin. 2 Videos sollen es werden. Ich freue mich sehr. Das Wetter ist auf jeden Fall gut. Das ist natürlich schon mal sehr positiv. Ich mache mich jetzt dafür erstmal fertig. Ein eher leichteres Make-up. Hallo, heute ist Donnerstag, schon richtig früh auf dem Bein, schon Content abgefilmt, eben nochmal Content abgefilmt. Ja, ein sehr produktiver Morgen, mag ich sehr gerne, vor allem bei gutem Wetter, dann kann man halt noch viel besser in der Wohnung shooten. Ich habe eben noch einen Chai Latte gemacht, räume jetzt mein Mess hier einmal auf und höre nebenbei Podcast. Gestern Abend kam nicht mehr so viel. Ich war noch auf einem Termin am Abend. Ja, es hat sich alles so lange gezogen. Der kleine Mann hat gestern Abend voll früh schon geschlafen oder hat einen Nap gehalten. Um 17 Uhr, das ist eigentlich gar nicht seine Zeit. Ist dann natürlich um kurz nach 19 Uhr aufgewacht und hat natürlich nicht um 19 Uhr wieder gepennt. Aber das war völlig in Ordnung. Durchgeschlafen hat er dann. Bin mit ihm gemeinsam dann ins Bett. Und dann, ja, hat auch alles ganz gut geklappt. Ich bin so happy, die Sonne scheint. Das ist richtig schönes Wetter hier gerade in Town. So, der Postbote hat eben geklingelt und ein Riesenpaket vom Silvan. Ja, ich überlege, ob ich mir jetzt einmal was zum Frühstücken machen soll. Ich bin heute so richtig unschlüssig. Ich habe immerhin schon Content gemacht, aber irgendwie hätte ich auch noch mal Bock auf ein Workout. Warte eigentlich noch auf eine Mail-Antwort, eine wichtige Mail-Antwort. Ich sehe auch noch gerade was, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, ich habe meinen Nachbar eben getroffen und der hat uns dieses Buch mitbestellt. Das hat er für seinen Sohn auch bestellt. Und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, weil ich meinte, dass unser Kleiner gerade auch total auf so Baufahrzeuge steht. Und dann hat er uns das Buch hier mitbestellt. Ein Jahr auf der Baustelle mit den ganzen verschiedenen Fahrzeugen und wie es denn zu den unterschiedlichen Jahreszeiten auf den Baustellen aussieht. Also richtig, richtig süß. Ich bin richtig gespannt, wie ihm das gefallen wird, wenn ich ihm das nachher zeige. Bin happy, dass das Buch so robust ist, weil nicht alle Bücher sehen nach kurzer Zeit gut aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde das Buch total süß. Ich glaube, dass ihm das gefallen wird. Thank you.
ein weiteres YouTube-Video drehen. Ist mir aufgefallen, dass der Akku nicht drin ist. Und wir hatten den ja vorhin benutzt für Content. Dann habe ich Richie eben angerufen. Der hat in Eile eben, als er ins Büro gefahren ist, alles mitgenommen. Auch den Akku. Naja. Anyway, dann mache ich das morgen, bereite heute Abend alles vor. Dann geht das alles morgen auch viel schneller. Und ich mache mir jetzt einmal schnell das Essen von gestern warm, weil es blieb noch ein bisschen was übrig. Und das esse ich jetzt. Happy! Okay, das hätte ich wissen müssen. Kuchen ist fertig. Ich freue mich sehr. Ich glaube, der schmeckt sehr gut. Und von dem Rest an Pflaumen habe ich eben nochmal so einen Pflaumenkompott gemacht. Perfekt für so Porridge oder so Joghurt oder so, damit die halt nicht schlecht werden. Na, und die habe ich dann hier in so zwei Gläser gefüllt. Die habe ich schon super, super lange mit so einem Schraubverschluss hier. Und dann, wenn es abgekühlt ist, kommt das im Kühlschrank. Wenn man das noch warm haben will, kann man das einmal schnell im Topf erhitzen und dann ist es wieder warm. Boah, es ist jetzt gerade so heftig dunkel geworden. Anyway, Richie und der kleine Mann waren jetzt eben nochmal schnell los, um Sahne zu holen für das optimale Ergebnis. Hallo, eben vom Sport gekommen. War richtig anstrengend, bin noch voll in meinen Sportklamotten. Ich gehe jetzt einmal unter die Dusche und mache mir dann was zu essen. Aber es tat richtig gut. Ich war richtig motiviert, bin froh, dass er mich direkt angezogen hat heute Morgen und losgegangen bin. Echt ein gutes Gefühl. So, gerade vom Shooten wiedergekommen, war sehr erfolgreich. Ich freue mich sehr auf das Ergebnis, werdet ihr natürlich bei Instagram sehen. Es war eine Jeans-Brand und eine Jeans davon war mein absoluter Favorit. Die ist so mega nice. Genau, Lisa kommt gleich vorbei. Wir machen Nudeln mit selbstgemachtem Pesto. Ich freue mich. Sie kommt gleich. Und habe seit langem mal wieder diesen kurzen Blazer hier von Baum- und Pferdgarten an. Den irgendwie. So, good morning in the morning. Der kleine Mann und ich sind ready. Wir gehen jetzt einmal in den Supermarkt was einkaufen. Wir brauchen noch ein bisschen was für unseren morgigen Brunch. Oh ja, ich gehe jetzt einmal los. Oder wir gehen jetzt einmal los. So, das ist jetzt meine fertige Bowl. Avocado, Feldsalat, da sind die Süßkartoffeln, darunter ist der Reis, Sriracha und Mayo drauf und dann esse ich das. Unser offizieller Jahrestag von unserer Hochzeit. Ein Jahr verheiratet. Ein Jahr, ja, beide Ringe sozusagen. Heute ist ein voller Tag. Eben waren noch Dorcas und Yannick da. Ich habe Bagels gemacht und wir haben gefrühstückt. Das war echt lecker. Richie kam heute früh wieder aus Zürich. Die Nacht von mir in Zieren war von einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 gut ist, würde ich sagen, war es so eine 5. Ist sonst eigentlich immer besser, aber heute war irgendwie der Wurm drin. Anyway, wir gehen heute Abend essen. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt verbringen wir erstmal Nachmittag mit anderen Kids-Freunden. Ich glaube, das wird ganz schön. So, ein bisschen spät dran. Der kleine Mann wollte nicht recht pennen. Ist natürlich auch klar, wenn Oma und Opa da sind. Ich passe nämlich heute auf ihn auf und wir feiern unsere einjährige Hochzeit. Ja, ich bin richtig happy, ich bin aber auch richtig müde. Ich bin heute gefahren, weil Richie auch extrem müde ist. Der hat so gut wie gar nicht gepennt. Der war ja in Zürich und ist heute morgens wiedergekommen. Ist um 4 Uhr morgens ins Hotel und eigentlich auch direkt wieder los. Ja, ist crazy, natürlich verstehe ich das. Und die Straßen waren richtig easy frei.